So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei uns ist heute Mittwoch. Das heißt, Raid-Boss-Wechsel in Pokémon Go. Wir sind gerade im Urlaub, wir waren in Gröschwitz. Da ist unsere Unterkunft, da ist auch so ein Bauernhof. Da sind wir gerade die ganze Zeit. Gestern waren wir mal in Rudolstadt, dann waren wir in Hohenfelden beim Stausee. Und heute wollten wir mal nach Saalfeld direkt in die Stadt ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen uns umschauen. Und ich stehe jetzt auch hier direkt vor dem Ortsschild Saalfeld, Kreisstadt, Landkreis Saalfeld, Rudolstadt. Denn wir wollen wieder ein Community-Raid machen zum Raid-Boss-Wechsel. Xerneas und Ibeltal kommen in die Raids. Ich habe einen angesetzt für 23:45. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was drin ist, ob es Xerneas ist oder ob es Ibeltal ist. Ich habe eh noch eine halbe Stunde Zeit, deswegen watschle ich jetzt ein bisschen hier rum. Da vorne, dieses gelbe Gebäude, ist die Arena. Total außerhalb, aber in ganz Saalfeld gab es keinen einzigen Raid. Ich habe extra geguckt, ob nach 11 was aufgeht, über Campfire. Und hier ist das erste, was aufgeht, so komplett außerhalb. Den Turm werde ich euch gleich zeigen. Wir werden euch gleich die Konda zeigen, gegen Xerneas, gegen Ibeltal. Sobald ich weiß, was es ist, der geht nämlich schon, ich glaube, Viertel oder so auf. Also vielleicht ist er wahrscheinlich schon auf. Dann zeige ich euch genau, welche Konda wir nehmen. Und ich werde heute noch versuchen, einen zweiten zu machen, nämlich das Gegenstück. Wenn das jetzt Ibeltal ist, machen wir noch Xerneas. Das seht ihr dann morgen, das Video. Dieses Video wird wahrscheinlich am Donnerstag kommen. Raider Mittwoch gibt es diese Woche halt gar nicht, weil es ist viel zu stressig. Deswegen, damit man ein bisschen was vom Urlaub hat, Raider Mittwoch dann halt nächste Woche als Doppelfolge oder so. Wir schauen uns mal ein bisschen um und melden uns gleich zurück. So, das ist erstmal die Arena, habe ich euch eben ja schon gesagt. Da ist auch eine Fledermaus drauf, eine riesengroße Fledermaus. Und daneben ist auch ein Schmetterling oder eine Motte oder irgendwas anderes, was gejagt wird. Hier zeigt es mir einen Fahrradweg an. Das ist richtig toll. So, während wir warten, bis der Raid aufgeht, habe ich jetzt entdeckt, hier gibt es einen ganz komischen Weg rein. Da werde ich jetzt mal reinlaufen und mal schauen, ob ich da hinten noch irgendwas finde. So, hier wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen heller. Hier geht es hoch, raus. Hier neben mir die ganze Zeit war ein Maisfeld. Hier ist im Prinzip ein Garten. Dieses kleine Stück dazwischen ist extra. Links ist Mais, der Mais richtig fett und hoch, rechts richtig fett und hoch. Hier dazwischen ein Stück Bäumchen eingezäunt. Was, oh, 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 da ist was für Bianca. Sperrmüll. So, Grüße an Bianca, wenn du das siehst. Das erfreut bestimmt dein Herz. Ansonsten ist da noch ein Hund und ich habe keine Ahnung, weil hier geht's, so wie es aussieht, nämlich gar nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen theoretisch wieder zurück und halt warten, bis der Raid aufgeht. So, das ist Saalfeld. Habt ihr euch Saalfeld so vorgestellt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich gehe jetzt, wie gesagt, wieder zurück. Das sieht lustig aus, da freue ich mich. Hier seht ihr schon, da bilden sich die Maiskolben. Wenn ihr gerne Popcorn esst, schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt sitze ich hier in der Prärie auf der Straße. Es sind noch 20 Sekunden, bis der Raid aufgeht. Wie gesagt, es könnte Xerneas sein, es könnte Ibeltal sein. Ich habe Pupsi gefragt. Sie hat gesagt, sie tippt auf Xerneas. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal auf Ibeltal. Wir gehen mal da drauf. Ich habe mich sogar in die Arena reingesetzt. Wer da noch drin ist, das dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zeigen. Und es ist ein Ibeltal. Das ist sehr gut. Deswegen können wir euch jetzt die Konda zeigen gegen Ibeltal. Das heißt, ich muss mich heute in der Stadt dann umgucken. Nebenbei, wenn die Mädels shoppen sind, gucke ich mich um, ob irgendwo noch ein Xerneas-Raid aufgeht, dass wir auch ein Xerneas-Raid gemacht haben. Wenn ich auf den Kanal gehe, in den Community-Tab, dann habe ich gepostet eine Übersicht, Xerneas und Ibeltal in Raids der Stufe 5. Dann habt ihr zwei Konda-Grafiken, das ist nicht eine, das sind zwei, da kann man hin und her wischen. Dann seht ihr hier, der 100er-Wert ist 21,60 oder mit Wetterbrust 27,01. Das Ding ist vom Typ Flug und Unlicht. Ihr nehmt am besten, ja, natürlich Voltrian, weil jeder einen Voltrian hat. Das ist jetzt nicht so gut, also Schwächen hat es auf jeden Fall. Elektro, Fee, Eis und Gestein. Hier steht Voltrian, hier steht Zekrom, hier steht Voldolos, hier steht Ramaidon, hier steht Rihonyo, hier steht Elevoltek oder auch eben Mega Gardevoir, Krypto Raikou, Mega Voltenso, Krypto Zapdos, Krypto
Elevoltec und Mega Aerokacksprühe. Was ihr nehmt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde wahrscheinlich wieder das Team nehmen, was vorgeschlagen wird und wen wir einladen. Bis jetzt haben sich hier 7 Leute eingetragen für den Raid. Ich weiß nicht, ob noch jemand hinzukommt. Hier steht dabei Chefe24, Shenaya, Trainer Sir Abs, Mystical Force, Henry Niki, Borgi und Steve Player. Die werden eingeladen, gleich wenn der Raid losgeht. Also er ist schon auf, aber wir haben den ja auf 45 angesetzt, weil wir nicht wussten, wie lange wir hierher fahren. Marie war kurz da, hat hier neben mir gesessen, die ist jetzt wieder weggelaufen. Und ansonsten sieht man ja, wie man hier am Boden sitzt und hier die ganzen Autos vorbeifahren. Die denken bestimmt, ich habe einen Blitzer und versuche hier die Geschwindigkeit zu messen. So, wir warten, bis der Raid losgeht und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe mein 100er, ich habe 100% auf Level 50, ich habe Shiny, ich habe alles. Ich brauche theoretisch nichts. Was ihr braucht, schreibt da mal rein. So, ich habe gerade gesehen, Erzengel Michael hatte sich noch eingetragen. Den habe ich jetzt links auch beim Ramses noch mit hinzugefügt. Ich werde jetzt auch schon mal auf die Arena drauf gehen. Es müsste jeden Moment 45 sein. Ich habe bei der Nudel jetzt 5 Leute eingespeichert, die ich einlade und 3 Stück beim Ramses. Jetzt ist es 45. Ich gehe also jetzt in den Raid, in die Lobby und könnte beim Ramses sogar noch 2 einladen. So, erstmal kurz hier drüben. Chefe, Shenaya, Mystical Force, Steve Player und Trainer Sir Abs. Und hier drüben haben wir Borgi, Erzengel, Michael, Henry, Niki. Und 2 können wir noch einladen. Wir können ja mal nach dem Daniel Schilling gucken. Nee, der ist nicht online. Da laden wir lieber den Dandro ein. Ach, der hat sein Raid-Limit schon erreicht. Wir können mal kurz nach der Sabrina gucken. Die ist auch nicht online. Also gehen wir auf, wer ist online? Shiny-Freund und Shiny King Castor. Also wenn man 2 Shinies einlädt, dann müsste doch ein Shiny dabei sein, oder was meint ihr? Ich sehe auf beiden Accounts genau die gleiche Teamauswahl. Wir haben einfach Gardevoir, ein 6er Team Gardevoir. Das müssten beim Haupt wahrscheinlich sogar Krypto Gardevoir sein mit Charme und Mondgewalt oder was das hat. Bei der Nudel auch 6-mal Gardevoir am Start, also ich weiß nicht, ob man den so gemütlich auch zu zweit machen kann, aber mittlerweile hat man ja bessere Pokémon und es ist mehr möglich als damals. Damals hast du nur Schnurks gehabt, jetzt hast du die ganzen Kryptos dabei, du hast die ganzen Megas dabei, die es damals nicht gab. Dein Level und die Level der Pokémon sind höher als damals. Jetzt müsste man nur noch wissen, was damals heißt, wie weit ich da zurückgehe in Gedanken, aber ja. Wir können mal kurz durchgucken, wer jetzt alles drin ist. Super Sani sitzt nämlich im Auto. Bladentiers, Shenaya, Trainer Sir Abs, Henry Niki, Erzengel Michael, Borki, Mystical Force, Steve Player. Leider kein Shiny dabei, kein Shiny-Freund, kein Shiny King Casto. Grüße gehen trotzdem raus von Saalfeld nach Halle, nee, nach Kassel, nee, nach Halle. Halle anders. Hä? Ist Halle nicht auch an der Saale? Und ist Saalfeld nicht auch an der Saale? Ist das nicht bei beiden sogar der gleiche Fluss? Wenn ich jetzt hier ins Wasser uriniere und Kästo bei sich einen Schluck aus der Saale nimmt, hat er dann den Ramses getrunken? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Halle, Saale? Vielleicht war es auch nicht Halle, vielleicht war es auch Kassel. Ach, ich habe jetzt schon wieder den Überblick verloren. Kästo City auf jeden Fall, Kästohausen irgendwo da hinten in der Ecke. Da er das Video ja eh nicht sehen wird, werde ich nie eine Antwort bekommen. Aber die Shenaya, die weiß immer alles, die kann bestimmt was drunter schreiben. Jetzt sehe ich, bei der Nudel ist das Ding schon fast tot und im Gelben reicht die ganze Zeit. Während hier, hä? Jetzt hat sich's abgewechselt. Bei der Nudel war der die ganze Zeit schon gelb, während er beim Hauptaccount noch grün war. Jetzt plötzlich hat so einen ganzen Batzen abgenommen, dass es rot ist beim Hauptaccount. Bei der Nudel weiterhin aber gelb. Das heißt, bei beiden hängt die App, spinnt das Internet, irgendwas passiert, die Zeit zählt weiter runter. Wahrscheinlich ist der Kampf eigentlich schon vorbei. Die beiden wissen es aber noch nicht.
das ist Saalfeld. Hier gibt es das beste Internet. Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt die App beende und neu starte, dass ich dann in eine neue Lobby geschmissen werde. Das heißt, wir müssen eigentlich warten, dass sich das wiederfindet und den Kampf beendet, sodass man dann gemütlich fangen kann. So, jetzt hat es hier kurz mal geruckelt. Ich kämpfe immer noch, ich hau immer noch drauf, ich gebe nicht auf. Vielleicht hat Pupsi auch ihren Hotspot noch zusätzlich an, sodass der Hotspot von dem zu dem mit dem Hotspot von ihrem hierher versucht, meinen zu verdrängen, ihren reinzuwuscheln, weil ich aber zu weit weg bin, es nicht weitergeht, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich kann ja mal kurz aufstehen, mal Pupsi fragen, wie es bei ihr aussieht, ob sie den Kampf beendet hat. So, bin wieder da. Pupsi ist schon die ganze Zeit im Fangbildschirm. Ich gucke jetzt mal hier drauf. Ich hoffe, das geht jetzt. Also kaum bin ich zum Auto gelaufen, wurde es auch fertig. Habe kein Shiny. Habe 2087 und 2089. Wir versuchen das jetzt hier für euch nochmal zu fangen. Wenn es funktioniert und das Internet nicht wieder rumspinnt. So, ihr müsst auf jeden Fall ziemlich weit hochwerfen. Und ich glaube, ich werde jetzt, wenn es beim Auto besser funktioniert, trotzdem zum Auto gehen und beim Auto fangen. So, jetzt stehen wir hier schön mitten an der Straße. Wir haben schon, glaube ich, eine goldene Beere drauf. Wir curven jetzt einfach mal unten. Und er ist immer noch zu weit weg, glaube ich. Die goldene Beere ist immer noch aktiv. Er geht hoch. Ich wollte auch hochwerfen, der Ball bleibt hängen. Jetzt ist er oben bei einfach fabelhaft. Das heißt, ihr dürftet den Kreis jetzt auch nicht mehr verstellen, wenn ihr den einmal so gemacht habt. Wartet halt ab, wartet bis es angreift, werft dann drauf. Jetzt hat er angegriffen, jetzt werft er halt drauf und seht, ihr habt jetzt zu hoch geworfen. Da ist das Problem, dass wieder so ein Teil, das schwebt wieder hoch, es schwebt runter, es schwebt hoch, es schwebt runter. Immerzu musst du deine Wurfkraft anders einstellen. Aber der Kreis ist ziemlich groß, noch dafür, dass das schon als einfach fabelhaft zählt. Der hat jetzt hier Windstoß und Unheilschwingen. Unheilschwingen kann der jetzt das allererste Mal. Macht ihn, glaube ich, zu einem guten Flugangreifer auch. Wir können den mal bewerten. Saalfeld, Saale, Thüringen, Deutschland, 10, 12, 11. Also das ist richtig schlecht. Ich kann euch aber zum Flexen noch mal ganz kurz. Iwiltal, Main, 100%. Glückstaubsital auf Level 50 zeigen mit Tiefschlag, Finsteraura und Psychokinese. Wie die da hinkommen, weiß ich nicht. Da wäre es ja jetzt gut, statt Psychokinese die neue Superattacke zu holen. Ob das über eine Top-Lade-TM dann geht, weiß ich nicht. Dann hätte der aber zwei Unlichtattacken und auch eine Flugattacke. Die Sofortattacke kannst du bestimmt dann irgendwann wieder auswechseln und dann hat er einfach zwei krasse Attacken, die beiden aus seinem Typ entsprechen, was einfach viel besser ist. Das ist Taubsital, das halten wir jetzt hier rein. Für das Thumbnail, und dann würde ich sagen, war es das schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier, so sieht das Shiny übrigens aus. So sieht das Lucky Shiny aus, wen es interessiert. Habt ihr schon ein Iwiltal? Habt ihr schon ein gutes? Wie findet ihr das Pokémon? Was ist euer Team? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir gehen jetzt shoppen. Und dann schauen wir mal, ob wir auf dem Rückweg noch einen Xerneas finden.